Ja, der Recycling Camper ist zu, na, sage ich mal, 95% fertiggestellt. Und so stelle ich mir mein Reisemobil vor. Ja, wie ihr sehen könnt, hat das Teil ein Bullauge bekommen, dass doch so ein bisschen Licht da drin ist. Und wenn man dann da drin liegt, kann man auch mal ein bisschen nach draußen gucken. Ist ja nicht verkehrt. Und vor allen Dingen, da ich auf großartige Lüftungssysteme verzichte, ich habe lediglich hinten in der Heckklappe oben unter der Gummilippe, das ist hier hinten, so hier, wenn man hier hinter guckt, da habe ich absichtlich Lücken gelassen auf beiden Seiten. Da kriegt man auf jeden Fall schon mal Luft rein. Und wenn man sich dann das Fenster aufmacht, dann soll das reichen. Ja, und zusätzlich hat das Ding einen Dachgepäckträger bekommen, so dass ich auch mal das kleine Kajak mitnehmen kann. So, und ich denke, damit machen wir uns jetzt einfach mal auf Probefahrt. Ja, dann sind wir heute mal mit Boot unterwegs. Also so wie dieses Gespann jetzt aufgebaut ist, ja, so wäre das geil, wenn man damit auch Kilometer machen kann. Aber ich glaube, wie sich das bisher anfühlt, ist das gar nicht schlecht. Ich habe mich jetzt einfach auch mal so ein bisschen am, ja, PKW-Wohnanhänger orientiert, weil, habe ich im letzten Video ja schon mal gesagt, auch das mit den Aufschaukeln, was manche haben, habe ich ja nicht, weil ja vielleicht liegt es an der Gewichtsverteilung halt. Ne? Ich achte halt wie beim PKW-Anhänger da drauf. Und da ist für mich ja wichtig, ja, dass ich zum einen eine Stützlast habe, eine gewisse, habe ich beim Fahrrad dann auch. Und dass ich ja das Gewicht auf dem Anhänger möglichst auf Achse habe und nicht hinten. So, und so versuche ich das hier auch zu verfolgen bei dem ganzen Konzept und dementsprechend auch wie beim PKW-Wohnanhänger sagt man ja, dass man möglichst seine Plünnen, also sein Gepäck und alles Mögliche, ja, so viel wie möglich in den PKW, also in das Zugfahrzeug hängt. So, und dementsprechend habe ich das jetzt hier auch gemacht. Ich habe also jetzt am Fahrrad mir die ganzen Taschen verbaut, was ich noch so liegen hatte. Optik erstmal scheißegal, sage ich mal. Funktion ist wichtig, so dass ich jetzt halt wirklich sagen kann, oh, hier wird's aber steil. Muss der Motor mal ein bisschen was geben. So. Oder wir lassen einfach mal Stufe 5 nur, 150 Watt. Also Stufe 5 von 9. 180 Watt gibt er dazu. Ja, und man kommt auch so hoch. Braucht man gar nicht erhöhen. Sehr schön. Ja, wo war ich bei? Genau, mit den Taschen. Das sieht jetzt nicht schön aus, weil die sind ein bisschen zusammengewürfelt. Aber so kann ich halt alles, was ich ja auf der Reise mitnehme, am Fahrrad unterbringen. Und der Wohnanhänger hat jetzt mit dem Kajak obendrauf, Paddel ist drin, ja, Spritzdecke, Segeljacke, Auftriebsweste, liegt alles im Kajak jetzt gerade oben. Und da habe ich am Wohnanhänger jetzt 88 Kilo, so wie ich ihn jetzt ziehe. Und das ist eine ganz geile Hausnummer. Ja, und ich weiß, ich kann förmlich schon die Aufschreie hören. Oh, du hast aber viel zu viel Gewicht da oben. Der wird ja bei jeder Windböe umfallen, in jeder Kurve umfallen. Ja, ich bin mir dessen schon bewusst.
wie viel Kilo ich da aufs Dach gelegt habe und wie viel Kilo der Wagen unten hat. Wie gesagt, man darf nie vergessen, er hat eine gewisse Spurbreite, der Wagen, von immerhin 95 cm. Er hat ein Stahlchassis, ja, was ordentlich wiegt. Der Aufbau ist dabei das leichteste bei dem Anhänger. Ja, logisch, ich hole den Schwerpunkt. Ja, das heißt, ich hole den Schwerpunkt nach oben. Das Kajak hat 21 Kilo. Also ich hole ihn nicht komplett nach oben. Aber ja gut, ich verteile die Last quasi. Ne? Also man hat da schon jetzt einen Hebel da oben. Ist mir klar. Aber zum einen, wenn es stürmt, halte ich halt irgendwo an. Beziehungsweise fahre erst gar nicht los. Und zum anderen ist es so, wenn ich durch die Kurven fahre oder holprige Strecken, ja, mein Gott, dann fahre ich halt ein bisschen vorsichtiger. Ich meine, wenn ich LKW fahre, bügele ich auch nicht mit 160 durch die Kurven. Und so ist das hier jetzt auch. Dann muss man sich mal ein bisschen die Ruhe antun und mal ein bisschen langsamer durch die Kurven. Ja, und mich wundert wirklich, dass das Ding sogar auf diesen Holperwegen funktioniert. Allerdings ist man dann doch wieder froh, wenn man auf Straße ist. Ist halt so. Jedes Kilo merkst du dann. Aber schon mal gut zu wissen, dass man wenigstens vorankommt. So, jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen rollen hier, so nach und nach mal ein bisschen mutiger werden. Mit dem Kajak drauf. Ein bisschen Wind haben wir auch von der Seite. Jetzt haben wir 25, 26. Ja, alles geil. Alles geil. Stützlast müsste ich, glaube ich, noch mal ein bisschen ändern. Er schwingt mir ein bisschen stark auf die Deichsel. Also rein gewichtstechnisch stellt das keine Probleme dar, mit dem Gespann jetzt so durch die Gegend zu fahren. Ja, ich habe jetzt in den Taschen vorne noch nicht alles verstaut, was man mitnehmen würde. Aber mir geht es ja jetzt auch um den Anhänger, wie der sich anfühlt. Und das ist ganz gut so. So, jetzt interessiert mich doch mal, Mensch, wenn wir Glück haben, ist die Schranke auf beim See. Vielleicht können wir das Boot direkt mal ausprobieren. Weil mit dem Gespann kann ich nicht um die Schranke rum. Das wird nicht klappen. Wir haben tatsächlich Schwein. Die Schranke ist wirklich offen.
Es hat zwar noch nicht die besten Temperaturen, um mit Wasser in Berührung zu kommen, aber das hoffe ich nun mal auch nicht. Ich will ja einfach nur mal das Boot ausprobieren und eigentlich nicht im Wasser landen. So der Plan. Denn das könnte noch etwas frisch sein. Letzte Nacht hatten wir minus 6 Grad und hatten Schnee. Ja, und darum. Es wird nicht die ideale Badetemperatur haben. So, hier muss ich jetzt nur mal aufpassen, dass mir der Hänger nicht umkippt. Umkippt. Ach nö. Das ist eigentlich, ich hätte das schlimmer erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass der viel instabiler ist vom Kippeligen her. So, angekommen am See. Ja, dann wollen wir mal. Ich bin so gespannt. Also mit dem Zap war ich ja schon auf Wasser. Kajak hatte ich noch nicht. Aber da bin ich jetzt drauf gekommen, weil ich beim Zap, das Stehenpaddeln ist kein Problem, aber irgendwie genieße ich das auf dem Wasser doch lieber im Sitzen. Ja, und darum dachte ich, komm, dann holst du dir mal einen Kajak. Und naja, mein absoluter Traum war halt Fahrradwohnwagen an den See und Bötchen dabei. Und so wie das aussieht, könnte das funktionieren. So, den ganzen Kram jetzt mal ins Kajak geworfen. Jetzt muss ich nur noch heile da runterkommen. So, am Wasser angekommen sind wir schon mal. Jetzt muss ich mir das alles nur mal packen. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe ja meine Halterung für GoPro, mein Kopfband, das habe ich nicht mit. Darum muss ich euch jetzt erst beiseite legen, wenn ich das mache. Ja, da das mit der GoPro jetzt eigentlich ein bisschen doof ist, dass ich die jetzt nicht anständig halten kann, muss ich das Ganze jetzt einfach mal mit dem Handy machen. Nächstes Mal muss ich dann doch mal ein bisschen, ja, das Kopfband oder so für die GoPro mitnehmen oder einen Halter hier ans Kajak machen, dass man dann mal richtig fahren kann und ihr auch mit dabei seid. Aber so, ja, das fühlt sich doch schon wieder nach Leben an, ne? Wenn man hier so an Gange ist, muss ich doch mal sagen. Da oben der Fahrradcamper und man genießt hier so ein bisschen, ja, die Sonne auf dem Wasser. Das Rauschen müsst ihr jetzt entschuldigen, ich wette, es rauscht, denn hier windet es. Aber ich dachte, so ein paar Bilder hier aus dem Boot, das muss ja wohl auch sein. Es ist schwierig, einhändig zu paddeln hier. Das ist gar nicht so einfach. Ach, herrlich. Ja, und das ist die Idee dabei, ne? Der Recycling-Camper wird immer mehr zum, ja, Nummer 1 Fahrzeug würde ich nicht sagen. Nein, dafür ist der andere viel zu gut. Das bleibt mein Hauptprojekt, mein Lieblingswohnwagen. Aber ja, der Recycling-Camper ist halt ja für alles irgendwie, ne? Bisschen Offroad, kann meinen Kajak transportieren. Ja, was will man mehr? Aber ist doch gut, wenn man zwei davon hat, von diesen Teilen. Einen mit Komfort, einen für die verrückten Sachen. Dann braucht man sich das nur noch aussuchen. So, ich habe eben gelernt, auch wenn es witzig klingt, aber so eine Spritzdecke, die ist wirklich sehr sinnvoll. Gerade wenn es noch kühler ist,
Ich dachte, naja, den Mist brauchst du nicht, um eine Runde hier zu drehen. Ja, aber ruckzuck kriegst du einen nassen Arsch. Also das ist schon sehr sinnvoll. Ja, und dann machen wir das heute mal übers Handy, die Verabschiedung und hier vom Wasser. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich hier in voller Montur mit Auftriebsweste und. Ja, wie gesagt, ist herrlich. Funktioniert mit dem Fahrradcamper so, wie ich mir das gewünscht habe. Bötchen mit drauf und ab aufs Wasser. Jetzt, man stelle sich vor, ne? Jetzt zieht man mit dem Ding los, bleibt hier eine Nacht, paddelt ein bisschen. Ich meine, ja, geiler geht's doch wirklich nicht. Ja, okay, und viel gibt's ja jetzt auch nicht mehr zu sagen, denn eigentlich ging's mir nur darum, euch das jetzt zu zeigen, was ich da wieder so verbrochen habe. Und naja, wenn's damit auf richtige Tour geht, seid ihr natürlich wieder dabei. Und somit bleibt mir natürlich wieder nicht mehr zu sagen, außer ciao.